Freunde des Handballsports, ich begrüße euch hier im Hexenkessel. Bei mir zu Gast der neue Trainer unserer Damen, Ruben Koraik. Hi Ruben. Servus. Ruben, wie gefällt es dir bisher so bei unseren Hexenbannern? Hast du dich schon gut eingelebt? Ja, danke erstmal. Das war jetzt nicht so schwierig, sich hier einzuleben. Ich bin da mit offenen Armen empfangen worden. Absolut gut eingelebt. Wir trainieren schon seit einigen Wochen jetzt und sind mittendrin. Heute auch trainiert im Freien. Mädels haben mehr geschwitzt wie ich, aber ich glaube, so soll es sein, ja. Ich glaube, andersrum wäre es wahrscheinlich schlecht oder komisch. Du kommst von der SG Schorndorf. Wie kam der Kontakt hier zu den Hexenbannern zustande und hast du lange überlegen müssen, ob du herkommst? Ja, der Kontakt kam da zustande, dass der Wolfgang schlichtweg seine Hausaufgaben gemacht hat und mich kontaktiert hat, nachdem er mitgekriegt hat, dass... Ja, womöglich. Ich habe ja 6 Jahre jetzt in Schorndorf was gemacht und dann da auch auf eigenen Wunsch dann mal aufgehört und er hat mich dann schlichtweg kontaktiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich musste dann nicht lange überlegen. Ich kannte die Halle hier. Ich habe selber früher gegen Wolf Schlugen gespielt, auch schon trainiert im Männerbereich gegen Wolf Schlugen und hatte diese Halle und die Zuschauer und das Umfeld durchaus in einer beeindruckender Art und Weise im Hinterkopf, auch wenn es schon bald 10 Jahre her ist, aber trotzdem, insofern musste ich nicht lange überlegen. Aber hat sich nicht viel verändert hier in der Halle von dem her? Nein, zum Glück nicht. Also es ist immer noch viel los und ich habe noch ein paar Spiele sehen können, Ende letzter Saison bei den Frauen wie auch bei den Männern und das macht einen sehr guten Eindruck, das Ganze drumherum, Zuschauerzahlen sowieso. Ja. Insofern musste ich nicht lange überlegen. Das freut uns zu hören, dass du nicht lange überlegt hast. Du hast jetzt hier eine sehr junge Mannschaft. Zur Vorbereitung sind viele Eigengewächse dabei, viele aus der Jugend dabei. Fluch oder Segen? Ja, ganz klar Segen. Ganz klar. Also ich bin der festen Überzeugung, dass in einem Verein wie hier in Wolf Schlugen der Nachwuchs aus zwei Gründen sehr wichtig ist. Zum einen, weil wir wenn sie Qualität haben und Willen haben, dass wir sie schlichtweg brauchen. Und zum anderen natürlich für die ganze Identifikation, für alles drumherum, für Zuschauer, Umfeld, Sponsoren. Finde ich super wichtig, dass wir die auch fördern. Das mache ich auch. Und jeder, der gewisse Qualität und vor allem auch einen gewissen Willen mitbringt, der wird es hier auch schaffen. Ja. Wie sieht denn jetzt der weitere Plan für die Vorbereitung aus? In welchen Bereichen liegen deine Schwerpunkte bzw. die Schwerpunkte der Mannschaft jetzt im Speziellen zu der Saisonvorbereitung? Ja, wir haben insofern ein bisschen was ungewöhnlich gemacht, weil ihr habt den Kader soweit analysiert und wir haben natürlich schon ein paar schwerwiegende Abgänge in unserer Mannschaft, im Rückraumbereich vor allem, wo uns natürlich spielerisch schon auch in der Abwehr damit gewisse Aufgaben gestellt sind, sodass wir zu Beginn der Vorbereitung schon einiges taktisch gemacht haben, um einfach zu sehen, wer kann wo spielen, hinten wie vorne. Sprich, wir hatten einen Auftakt also relativ taktisch geprägt, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, sind jetzt aber dabei, Athletik nachzuholen, weil Fitness ist die Grundlage, die Athletik ist einfach die Grundlage, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da kommen wir überhaupt nicht dran vorbei, haben wir eigentlich auch heute so richtig damit angefangen. Das wird ein Schwerpunkt sein und darüber hinaus werden wir gucken, dass wir eine sehr stabile Abwehr spielen, sehr, sehr großen Schwerpunkt aufs Umschaltspiel legen. Ja. Im Angriff, denke ich, hat die Mannschaft eine gewisse Qualität. In der Abwehr müssen wir noch etwas besser werden und das ist neben der Fitness ein großer Schwerpunkt. Lassen wir mal die Saisonvorbereitung hinter uns, schauen wir etwas in die Ferne. Ohne jetzt auf den Tabellenplatz zu schielen. Aber was sind so die Ziele in der kommenden Saison? Also Zielsetzung ist sicherlich in dieser sehr starken Württemberg-Liga Südstaffel, wenn man die Auslosung oder ich nenne es mal Zuteilung sich so anschaut, dann haben wir im Gegensatz zur die Nordstaffel hat ja keinen einzigen Absteiger bekommen. Wir haben alle bekommen und Leinfelden ist dabei mit sehr starken Leuten aus der dritten Liga. Aber das ist völlig egal. Wichtig ist, was wir hier machen und ich will einfach, dass unsere Mannschaft als totale Einheit auftritt. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir loyal miteinander umgehen, dass wir einfach immer alles anbieten, was drinsteckt. Ja, eine gute Organisation dazu. Ja, darauf liegt der Schwerpunkt im Engagement in der Organisation. Die muss da sein. Und was dann dabei rauskommt im Ergebnis, das wird man sehen. Das wird schwierig in der kommenden Saison, aber da sind wir relativ entspannt und gucken, dass das Beste dabei rauskommt. Ich würde sagen, da können wir uns alle dann auf die neue Saison freuen. Ich bedanke mich beim Ruben
vielen Dank und viel Erfolg in der kommenden Saison bei den Hexenbannern. Und vielen Dank fürs Zuschauen.